Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Status Factory, meine Lieben. Ja, ich habe noch Strom angemacht. Ja, unsere Fabriken laufen wieder. Und wir schauen mal. Da sind sie gerade ausgelaufen, da geht's wieder an. Ja. Wow. Und wir wollen mal schauen, dass es... Was wir diese Runde so machen, ich weiß es nicht. Letzte Runde haben wir uns... Ja, haben wir das Hub hier rüber gebastelt. Und... quasi von da hinten weg. Jetzt müsste ich mal selber sehen, dass wir vielleicht die Energiequellen auch hier rüber bringen. Aber das machen wir erst, wenn die da hinten alle sind, würde ich sagen. Weil man ja das Benzin dabei vernichtet, wenn man die abbaut. Ein schönes, weites Land. Ja, ja, kann man alles noch betonieren. In weiter Ferne sehen wir den Betonbetrieb quasi. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. So, wir wollten auf jeden Fall Dinge bauen, das weiß ich noch. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt schwere Platten herzustellen. Aus, ich glaube aus Metall und Schrauben. Schrauben haben wir nämlich mehr als genug. Dann produzieren wir doppelt schwere Rohre, warum? Bist du auch in der Lage, andere Dinge zu produzieren, wie Eisenplatten, bitte? Ja. Die kommen zwar jetzt in denselben Container gerade, aber nur noch für einen Moment. Ich würde nämlich diese Anlage jetzt dazu verwenden, um mit den Schrauben zusammen Dinge zu basteln. Wartet. Ich vermute mal abbautechnisch. Das ist eine ganze Ecke. Ich wollte nämlich immer mal so ein Vier da. So ein Teil dazwischen setzen. Kann ich das miteinander verbinden? Nein, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte es da rankoppeln und damit das Förderband halbieren quasi, dass ich nur ein Teilstück abbauen muss. Aber geht ja jetzt gar nicht. Aber na gut, dann macht es nichts. Dann kriege ich die Schrauben in Tesch, die ich da abreiße. Finde ich auch sehr gut. Organisatorisches Wände. Logistisches ist Förderband Splitter. Ja, genau. Musst du kurz noch mal überlegen, was ich denn jetzt eigentlich machen wollte. Ich wollte die Schrauben aufsplitten. Dazu bauen wir den Förderband. Und da rein. Und sagen, dass dieses Förderband hier angehört. So, dann kann die normale Produktion erstmal weiterlaufen. Und dahin werden Metallplatten jetzt hergestellt. Diese würde ich jetzt fusionieren auf ein neues Metallband. Und zwar dazu braucht man die Dinger. Jetzt checke ich das gerade erst. Da man aus zwei verschiedenen Dingen ja jetzt ein Ding herstellen kann. Wo ist das? Eine Manufaktur. Das Ding baut zum Beispiel andere Dinge. Im Endeffekt, ja. So, wo es sich anhört. Das macht aus zwei verschiedenen Dingen ein Ding. Hier war irgendein Geräusch. Ich dachte, irgendwas wäre hier umgefallen oder so. Auch nicht. So. Ja. Genau, ich wollte ganz kurz hoch an unserem Metalltisch, hätte ich was gesagt, unseren Fabrikationstisch.
um dort herauszufinden, was diese Dinger brauchen. Und zwar brauchen wir dafür verstärkte Eisenplatten. Die könnten wir dann nämlich herstellen. Ne? Genau, die machen aus Schrauben und dem anderen Gedöns anderes Gedöns. So. Alles klar. Jetzt fehlt es gerade an... upsa. Au. Falsche Container. Der ist es. Seite. Wie viel brauche ich davon? 3 Stück? Uff, das ist ganz schön teuer. Alter. Also gerade die versteckten Metallplatten, die sind halt... Ja gut, wir haben eigentlich mehr als genug, aber ja, das brauche ich auch so. Ich auf der Seite runter kriege ich nicht keinen Fallschaden. Was war das? Schrauben, ne? Was hier? Ja. Mal so ein Stack mit. Ich weiß gar nicht, wird der kleinere Stack von beiden automatisch benutzt? Berechtigte Frage. So, stellen wir hier. Ich verbrauche einfach mal. Ne? Ich verbaue erstmal. So. Währenddessen, ganz wichtig, ich glaube, es ist halt Samstag. Mal ein Käffchen. Muss ja auch alles entspannt bleiben, ne? Ich sage ja mal so, ihr wollt einschlafen, ich muss wach werden. So, die verbauen wir. Dann bauen wir die Module. Beziehungsweise den Rahmen. So. Schauen wir mal, wo stellen wir das ganze Ding denn hin? Es wird wahrscheinlich auch irgendwo hier hinten sein. Ja, was ist das da? Ich glaube, das ist so eine Art Flimmern. Ich glaube, das sollte mal... Nee. Das sollte mal, glaube ich, ein richtiger Schatten werden. Ist aber nicht. So, dann lass uns kurz überlegen. Also, ich würde sagen, wir basteln die Manufaktur hier hinter. Ja. Betonieren hier ganz kurz alles. Und... machen dann eine Manufaktur für Eisenplatten. Erstmal eine, also verstärkte Eisenplatten. Ich denke, das macht Sinn. Hier nebenbei werden ein paar Büsche geerntet. Ja. Weil so super lange werden unsere Fabriken nicht mehr laufen da hinten. Läuft bei uns. Läuft sogar. Also metalltechnisch sind wir super dabei, ja. Uff. Was wollte ich machen? Mist. Vergessen. Manufaktur. Bauen. Beton holen. Für Platten. Jetzt haben wir es. Noch ein bisschen mehr. Ich habe zwar 100 dabei, aber das wird nicht reichen. Ich habe den kleinen Stack mal wieder reingeschmissen. Lachte er sich und füllte nochmal Blätter nach, damit hier weiter ausgebaut werden kann. Also stromtechnisch. Ansonsten ernten wir hier mal so die Bäume langsam weiter ab. Ich
Ja, was wollen wir machen? Genau, also. Dein Ernst, ich bin gerade von da hinten weg. Jetzt bauen wir erst die Manufaktur und gehen dann weiter drauf ein. Weil dazu müsste ich jetzt da hinten die, die Generatoren langsam alle abreißen und hier rüberbringen. Weil es wäre Quatsch, jedes Mal zum Auffüllen des, der Energie da hinten hinzulaufen, weil hier habe ich ja auch zwei Generatoren, die ich nutze, quasi. Also. Ich denke, für die Manufaktur ist es einfacher, weil wir hier die Metallsachen sowieso konstruieren, sie hier hinterzusetzen. Nicht genügend Freiraum, das ist aber. Das ist gut unerwartet. Warum willst du denn deinen Freiraum? Ich will hier eine gerade Fläche draus basteln. Das Ziel ist zu keinem Freiraum. Ups. Dass der Freiraum hier wegkommt. Ah. Hä? Was ist... ja, ich hab mich verklickt, sehe ich gerade. Ich hab das gewundert. Vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Ausdruck sein. Also sehr schön. Aber so für uns passt es gerade. Hüpf und hüpf. Von hier oben lässt sich das einfach ganz gut konstruieren. Hier würde ich das so lassen, damit wir hier auch noch in die Fenster ordentlich reinkommen. Und hier hinten basteln wir jetzt die Manufakturen drauf, beziehungsweise hier, und werden versuchen, sie von hinten zu befüllen, sodass wir hier einen Ausgang in Richtung des Lagers kriegen. So, dann schauen wir mal. Manufakturen müssten hier drunter sein und hier. Und... war natürlich jetzt nicht so clever, von da oben runter zu gehen, weil die etwas größer ist. Etwas ist aber auch untertrieben. So, wir schauen mal. Zwei rein, zwei raus. Okay. Dann setzen wir die erste Manufaktur hier so hin. Mit ein bisschen Abstand nach rechts. Und dann müssen wir mal überlegen, was ist hier gerade das Problem? Ach, ich habe keine Energie mehr, weil ich sehe die ganze Zeit, dass die Schrauben da geliefert werden, aber nichts mehr ankommt. Aber es passt schon. Dann würde ich dieses Seil, dieses Laufband jetzt nutzen und hier schon mal hinten lang legen. Ich überlege gerade, hier so ein paar Bäume abzureißen, aber lassen wir das nochmal so. Solange es funktioniert, meckere ich nicht. Solange ist in Ordnung. Halt, wo bist du? Da. Ja, dank. Sag mal, verschönern können wir immer noch. Ja. Ja. Oh,
Move. Es kann. Stück zweit. Nein. Stück zweit. Das ist 3. Es ist. So, oder? Da geht und da geht. Aber da geht. Okay, dann. Das haben wir. Und jetzt müssen wir noch von dem Splitter der Schrauben. Auch noch hier rüber. Aber ich würde hier außen lang gehen. Wir müssen die Höhe ausgleichen. Aber in Ordnung. Ich weiß auch nicht, ich baue irgendwie immer gerne im rechten Winkel. Wenn möglich. Also. Alles, was nicht im rechten Winkel gebaut ist, kann man davon ausgehen, dass sie später nochmal neu bauen werden. So, wo muss ich denn hin? Ich hänge irgendwo fest. Ich muss sowieso auf die Innenbahn. Kann ich das irgendwie realisieren hier? Weil man sieht immer so wenig. Boden ist zu steil. Aha. Immer noch? Tada. Jetzt gucke ich nach und habe das Ding vollkommen falsch interpretiert und ich kann das überhaupt nicht so bauen. Das wäre so ein absoluter Klassiker. Ja, da unten rein oder noch nicht. Ne? Ist doof, dass man hier inzwischen nicht bauen kann. Also ich bin quasi gezwungen, das Ding so zu bauen. Da geht der Monk steil in mir. Aber ich habe ja extra dieses Gebäude gebaut, damit ich nicht immer diese Kompromisse sehen muss. So, jetzt. Nein, ja. Konfigurieren. Eisenplatten, Schrauben. Alles klar. Wird hergestellt. Ja, jetzt geht's weiter und wir schauen mal, dass wir einen Standort für unsere Generatoren bauen. Was brauche ich jetzt hier eine Schräge an? Danke. Ja gut, hier ist unsere Hauptader, die wird nicht umgebaut, also da wird wahrscheinlich alles zentral laufen. Hier werden Fabriken stehen, da, da und hier in der Mitte laufen die Förderbänder lang. So ist zumindest der Plan im Endeffekt. Aber bis dato... Soll ich hier die Generatoren hinstellen? Hier wieder so ein bisschen Platz neben dem Gebäude. Ich finde es schön, dass die Förderbänder sich selbst versorgen. Solar, Wind, Photovoltaikanlagen. Müssen wir jetzt gucken, ob die niedrig genug sind. Ich würde sie sonst hier an die Wand bauen. Weil hier kann ich sowieso nichts mehr machen. Weil die Container bis hier hingehen. Also kann ich das Fenster hier eigentlich auch wegmachen. Wir gucken mal. Ich kann ja selber gucken. Ich kann sie ja. Die Blaupause sehe ich ja. Also versuchen wir mal energietechnisch. Da. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oder? Wo ist das? Müssen sie quasi so setzen eigentlich. Naja. Ist eigentlich egal, wie wir sie setzen. Hauptsache die gerade an der Wand.
Ja. Machst du mal die Fundamente dafür? Setzen Sie dann hier rein, sonst kann ich sie nicht einfach neu bauen. Habe ich die Teile dafür da? 10, 10, 15, dann kann ich alles Mögliche mitbauen. So. Macht man das jetzt so? Nee, so. Interessant. Ja, aber der Fluchtpunkt ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Stehst jetzt aber nicht über, ne? Ne, steht alle richtig. So. Ich würde jetzt hier noch einmal Fundament vorbauen. Das ist ein bisschen doof sonst. Was das Movement angeht. Gut. Dann muss hier mal gleich nochmal das Ding überbauen. Dieses Förderband verschwindet jetzt. Fundament. Förderband. Anscheinend war das ja. So, dann. Stromversorgung. So, dann holen wir mal ein bisschen Sprit für die Gutsen. Und ich kann dann halt da hinten die Teile abreißen. Ich dachte bloß, ich müsste da hinten hin, weil ich nicht genug Ressourcen habe, aber diese Generatoren, die kosten ja so gut wie gar nichts. Im Gegensatz zu ihrer Instandhaltung. Achso, ich sammle mehr Blütenblätter als Blätter. Das ist ärgerlich. Na gut, dann schauen wir mal, was wir hier noch an Rohstoffen, wenn ich was gesagt haben. Sprit. Sammeln hier das raus. Das Generatoren. Ich habe keine Ahnung, warum die Anlage in die Knie gegangen ist. Sah so aus, als ob wir genug Strom produzieren würden. Drei nur? Okay. Ich habe gerade überlegt, ob wir denn überhaupt vier Stück, ob wir noch eine fünfte bauen müssen, aber anscheinend hatten wir nur vier. Weil die Manufaktur braucht ja jetzt auch noch jede Menge Strom dahinter. Aber im Endeffekt brauchen wir sie so oder so, weil wir da hinten ja noch zwei Manufakturen. Wir brauchen einmal welche für die Rotoren und wir brauchen einmal welche für die Käfige. Also diese. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
ich packe überall 50 rein, damit ich nicht jeden einzelnen durchsuchen muss, wenn ich... Ich hoffe, ich habe jetzt noch 100 insgesamt. Ich fülle dann einfach alle komplett straight auf. So. Guten Tag. Wie sieht's hier aus? Unglaublich schön, ja. Also es ist super bedienerfreundlich, das Game. Es ist wirklich. Und das soll ein Early Access sein? Mein lieber Scholli. Großen Respekt an der Stelle. Lass die Maschinen arbeiten. Los. Dann geht's hier weiter. Erstmal Masten setzen. Ja, geht nicht, ist blockiert. Das entscheide ich dann eher später. Was? Kein Kabel mehr. Na gut. Also, ob ich da den Strommasten irgendwo hinsetze, dann entscheide ich, wenn ich die zweite Manufaktur gebaut habe. Nicht, dass sie mich da irgendwo blockiert. Diesen extra in Betrieb zu nehmen, ich verstehe. Okay. Ich weiß gar nicht. Vier Anlagen reichen tatsächlich nicht aus, um das Ganze in Gang zu bringen. Was konstruierst du? Metallrohre. Probieren das mal so. Konstant 70, 79, 77, irgendwas läuft da an und dann ist Ente. Okay, das reicht nicht. Na gut, dann müssen wir halt mehr basteln. Nützt ja alles nichts, nicht wahr? Die Frage ist, wie baue ich es? Ich würde sagen, wir bauen sie einfach gegenüber. So. Der Verteiler war auch hin. Dann Produktion, Energie, Brennstoffzelle. Nicht genügend Freiraum. Ich werde tatsächlich gerade von den Strommasten gebaut, glaube ich. Aber das macht. Tatsächlich ein Rohr. Und das finde ich halt super, ne? Was wir hier haben. Einfach ran,
Alles ist da, alles was wir brauchen. Zack, zack. Das ist das, was wir zwischendurch damit reingeliefert hatten. Die Metallplatten. Als wir den Bauzweig da geändert haben. Dann. Das haben wir. Und ich würde mal sagen, wir setzen die hier mit in Betrieb. Und das sollte dann eigentlich genügen, nicht wahr? Sehr schön. So. Sehr geil. So, damit haben wir das fertig. So, wir wollten Produkt. Warten auf Ressource. Das da. Das da. Und das da. Bin mir nicht so ganz sicher, was das war. Ist das Energie? Verbesserung und neue Parts. Mal gucken. Energieressource. Was ist das? Grüne Elektroschnecke. Nicht genügend Mittel für das Rezept. Das werden Elektroschnecken. Aber habe ich nicht jede Menge gesammelt? Hatte ich nicht grüne Elektroschnecken gesammelt damals? Erstmal über die hier. Also, könnte ich jetzt nicht genau sagen. Also, erstmal das hier weiter erforschen. Das dauert eine Weile. Ich weiß gar nicht genau, was da jetzt das Problem war. Bei der Forschung. Ich habe nicht genügend Sachen. Okay. Das verwirrt mich etwas. Was ist das? Bauxing. Kupfererz. Das sind immer so diese extra, wie soll ich sagen, diese extra Metallsachen, die man aufsammelt, wenn man wenn wir Förderbänder abgebaut haben oder dergleichen. Dann sammelt man ja automatisch die. Wir gucken mal kurz hier runter. Wie sieht es hier aus? Manufakturtechnisch. Auslastung 90%, Produktion 0%. Taktfrequenz. Okay, ich könnte also das Ding da reinsetzen und damit die Taktfrequenz erhöhen. So. Woran scheitert es hier gerade? Es kommen echt zu wenig Schrauben an. Das sieht so gar nicht danach aus. Aber ich könnte so einen kleinen Push geben. Ich habe 12. Ich könnte das Lager etwas füllen davon und mal schauen, ob dadurch die Differenz kurzzeitig überbrückt wird, so dass er besser produziert.
so ein Schraubenkiel. Aber das ist halt der Nachteil, dass wenn wir es aufsplitten. Ja, wie gesagt, die Hälfte geht ins Lager, die andere Hälfte geht in die Produktion. Oh, shit. Au. Doch nicht au. Andererseits könnte ich natürlich schauen, ob es möglich sei, ein Drittel rauszunehmen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel noch... Der Splitter sorgt ja für ein Drittel, ne? Eins da, eins da, eins da. Ich könnte natürlich auch sagen, dass zwei Drittel zu dieser Fabrik gehen sollen. Aber ich brauche gar nicht so viele starke Metallplatten, als dass ich das rentieren würde im Endeffekt. So. Aber für uns als nächster Schritt wäre natürlich interessant, Motor und das andere Ding zu basteln. Aber, oh Mann, wir sind schon wieder bei 36 Minuten. Meine lieben Freunde, es ist ein wunderschönes Spiel. Es macht unglaublich viel Spaß. Und ich hoffe, euch auch. Ja. Wie gesagt, immer gerne einen Kommentar da lassen. Würde mich freuen, was ihr davon haltet. Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Soll ich irgendwas anderes bauen? Oder soll es so bleiben, wie es ist? Uff. In welcher Welt? Wieso habe ich so eine Scheiße gebaut? Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich habe die hier oben nicht angeschlossen. Sind die jetzt automatisch miteinander verbunden oder habe ich einfach nur die Socket zusammengesetzt? So, jetzt muss ich hier wieder runter und den Schalter anmachen. Ich habe mich kurz gewundert, warum die Anlagen hier wieder angehen. Erstmal den FI wieder rein. Na gut. Andererseits könnte ich dafür andere Anlagen wieder ausschalten. Ich glaube, ein 100 ist in Ordnung. Stator. Und wir können die Produktion von diesen Dingen auch mal wieder anschalten. Okay, so weit, so hübsch. Was ist das hier eigentlich? Achso, der sollte Metall herstellen, das ist in Ordnung. Cool, mein Lieben. In diesem Sinne. Extra Lunch-Folge. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.